Liebe Zuschauer, liebe Episoden, dieses Video, was ich euch heute in meinem Kanal hier zeige, das habe ich am 30. September 2020 aufgenommen und nichtsdestotrotz ist es immer noch interessant, denn es könnte tatsächlich ein fehlendes Puzzlestück für diese Tierverstümmelung sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und heute ist ja Freitag. Ich wünsche euch einen guten Start und ein schönes Wochenende und ich drücke uns allen für morgen am Samstag für Deutschland die Daumen. Also viel Spaß jetzt bei meinem Video. Liebe Zuschauer, liebe Episoden, herzlich willkommen bei einer neuen Freischnauze-Folge. Für alle, die neu in meinem Kanal sind, Freischnauze, die meisten Videos, die ich mache, die sind natürlich Freischnauze, sprich ich spreche einfach flüssig oder manchmal auch nicht flüssig vor mich hin, weil ich das einfach so frei Leber mache. Viele Sachen muss ich natürlich schriftlich vorbereiten, weil die vielen Informationen kann ich mir nicht merken. Ich werde ja auch nicht jünger und richtige Freischnauze-Videos sind einfach richtig Freischnauze, wo ich einfach so rede, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, gerade bei Themen, die recht neu sind oder akut sind und wichtig sind. Und da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe das Ganze ja genannt, kleine fliegende Wesen, das fehlende Puzzlestück beim Thema Viehverstümmelung. Und wie komme ich auf das Ganze? Und das ist eigentlich sehr interessant. Und zwar gibt es hier ein Video von einem YouTuber namens Michael57. Ich habe ihn schon angeschrieben, ob ich sein Video in meinem Kanal zeigen darf. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich gehe mal davon aus, bei anderen, die bei ihm nachgefragt haben, hat er auch gesagt, geht in Ordnung, kein Thema. Und ich werde auch den Link zu seinem Video in meinem Video euch zeigen. Und dieser Michael, der hat in Aix-les-Bains, hat der was aufgenommen. Ich zeige euch das Ganze mal hier. Und zwar seht ihr hier etwas fliegen. Und das fliegt relativ lang, jetzt einfach so im Hintergrund, so am Berg entlang. Und was es genau ist, kann man schlecht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass er es mit dem Handy aufgenommen hat. Es grieselt hier, das sieht man sehr gut. Und das ist der digitale Zoom ist bei der Aufnahme. Und somit wird man aus diesem Bildmaterial nicht mehr herstellen können. Es kann natürlich ein Ballon sein. Ich habe es mir öfters angeschaut, ich glaube es persönlich nicht, weil das Teil einfach, gerade am Berg, also wenn man schon mal am Berg war, dort wehen wirklich auch andere Winde und je näher das Ding an den Berg hinfliegt, es verändert nicht die Flugbahn. Also das fliegt einfach stur den Weg so entlang und das fliegt ganz ruhig und der Michael hat das echt super aufgenommen. Ich weiß nicht, ob er ein Stativ hatte oder nicht, weil es ist ziemlich verwacklungsfrei. Das Ganze und eine super Aufnahme. Ich lasse es jetzt noch mal ein wenig weiterlaufen. Ich werde, wie gesagt, den Link in die Videobeschreibung reinlunzen. Da könnt ihr dann selber mal gucken, was da passiert in dem Video. Ich scroll jetzt mal ein bisschen vor. Genau, er zoomt hier noch mal raus. Also klar, er zoomt. Deswegen auch das grieselige Bild. Und hier sehen wir, wie dieses Objekt sich immer noch weiter bewegt. Er hat das Ganze OVNI genannt, was im Französischen UFO bedeutet. Es sieht nicht aus wie ein UFO, es sieht für mich eher aus wie ein fliegendes Wesen. Also wirklich wie aus der Ferne gesehen, wie so ein NASA-Astronaut aus den 80ern vom Space Shuttle, wie er da mit seinem Anzug so rumfliegt, so sieht das jetzt aus der Ferne aus, das Ganze. Genau, und der fliegt dann immer weiter, immer weiter. Es passiert dann eigentlich nichts mehr Spannendes, außer dass der immer weiter da hineinfliegt. Ihr könnt euch alle daran erinnern, es gab ja diesen Zwischenfall, wo jemand von Verkehrsflugzeugen beobachtet wurde, wo es so aussah, als würde jemand mit einem Jetpack einfach so rumfliegen. Und die Webseite thedrive.com, die haben von der Federal Aviation Agency, von der amerikanischen Flugbehörde, haben sie den vollen Report bekommen, sogar mit Audio, um den Fall mit diesem Typen, mit diesem Jetpack, den diverse Verkehrsmaschinen gesehen haben. Ein sehr interessanter Artikel.
Ihr solltet euch den auch mal durchlesen, wenn ihr da interessiert seid, auch das Audio mit anhören. Und was hier sehr interessant ist, in diesem ganzen Bericht, da gibt es hier die verschiedenen, das sind ein paar Ausschnitte mit drin, wie zum Beispiel der Southwest Flug 535 fragt nach, ob dieser Jetpack immer noch da ist und so weiter. Und was wirklich interessant ist, hier fragt einer nach, ob ein Hubschrauber gerufen wurde. Und der Tower in Los Angeles sagt, nö, haben wir nicht gemacht und so. Und dann sagt dieser von der Flugagentur, von der Agency, er sieht etwas Hubschrauberähnliches ungefähr bei 600 Fuß. Und wenn man hier so weiterliest, dann kommt noch etwas, wo hier berichtet wird, dass die, wo haben wir denn das? Ja genau, dass hier ein anderes Flugzeug hat eine Sammlung von Partyballons gesehen in einer Höhe von 5600 Fuß. Und das ist sehr interessant. Und diese Partyballons, die dort gesehen werden, vielleicht sind die Lösung für das, was die Leute gesehen haben. Dass das einfach, weil ihr seht ja hier, berichten verschiedene Leute was Ähnliches. Die sagen, das sieht so aus wie jemand, der mit einem Jetpack vorbeifliegt. Ein anderer sagt, das sieht aus wie ein Hubschrauber, der vorbeifliegt. Und Partyballons auch in der Höhe von 5600 Fuß, das ist, muss ich sagen, wäre für mich eine plausible Erklärung, was dann dort passiert ist. Weil der Flugraum, und da könnt ihr euch sicher sein, in Los Angeles sowie an anderen Flughäfen, das ist, glaube ich, ein wirklich sicherer Ort und machen sie alles startklar, dass da nichts passieren kann. Also gerade auf kleinere Verkehrsmaschinen, wo private Menschen fliegen und so weiter, das folgt wirklich starren Ritualen, damit da ja nichts passiert, weil müsst ihr euch vorstellen, da stürzen dann diverse Verkehrsmaschinen mit so und so viel Hunderten von Leuten ab oder kollidieren in der Luft wegen so einem Thema. Und das ist schon krass. Also diese Partyballons, muss ich sagen, hören sich für mich als Lösung sehr plausibel an. Wie komme ich jetzt darauf? Weil mich das, was wir gerade eben hier gesehen haben, in dem Video, dieser fliegende Typ, das könnten auch nur Partyballons sein. Man sieht es leider nicht gut genug. Ich weiß es natürlich nicht. Und jetzt muss ich die Verbindung herstellen. Das Interessante ist, das ist in Aix-les-Bains aufgenommen worden. Aix-les-Bains, das ist, wenn wir uns das anschauen, dann ist das ein Thermalbad, ein toller Kurort, sage ich jetzt mal. Und der ist, hier steht es ja auch da, mit knapp 30.000 Einwohnern im Departement Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Und hier ist Aix-les-Bains. Und wenn wir hier ein bisschen rausgehen aus dem Ganzen, dann können wir mal gucken, wo wir ungefähr sind. Kommen wir noch ein bisschen mehr raus. Und dann sehen wir, hier drüben ist Lyon. Und was sehr interessant ist und damit jetzt auch die Verbindung von mir, es gibt in Frankreich, gab es dieses Jahr einen Haufen Tierverstümmelung. Und ihr seht hier eine Webseite von der die Libération.fr und da geht es um 43 nachgewiesene Fälle, also ich habe das ist auf Französisch, ich habe das übersetzen lassen, 43 nachgewiesene Fälle von Tierverstümmelung an Pferden und das ist schon richtig heftig. Und hier sehen wir eine Karte, wo diese Verstümmelungen aufgetreten sind. Und die Übersetzung ist jetzt nicht ganz eindeutig. Ich sage jetzt mal, diese roten Punkte, das soll wahrscheinlich bedeuten, ich habe mal Französisch in der Schule gehabt, aber ich kann mich teilweise noch dran entsinnen. Jedenfalls, das Rote soll bedeuten, in denen die absichtliche Führung privilegiert ist. Also ich denke von dem Kontext her, dass Rot bedeutet Fälle, wo nachweisbar ist, dass dort irgendwie, ich sage es mal, wo Fakten da sind, was da passiert ist, und die gelben Fälle sind anscheinend Fälle, wo es keine Lösung gibt, die mysteriös bleiben, weil es ungelöst ist, was mit den Tieren dort passiert ist. Wenn wir hier mal runterscrollen, dann kriegt man auf der Seite die verschiedenen Fälle, die stattgefunden haben. Der neueste ist jetzt vom 21. September 2020. Ein 7-jähriges Pony wird tot auf ihrer Wiese gefunden. France Bleu gibt an, dass sie mehrere Schläge in den Magen bekommen hat, einschließlich einer Verletzung, die ihre Oberschenkelarterie durchtrennt hat. Die Mitarbeiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit von Aveyron bestätigen Check News, dass nach den Feststellungen eines Tierarztes eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde.
Dann, das war's in Aubert. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier haben wir, eine Stute wird mit zwei Schnittwunden auf einer Wiese von ihrem Besitzer gefunden. Der laut Progress wird die Angelegenheit ernst genommen. Okay. Genau. Zwei Stuten wurden verstümmelt. Eines wurde mit einem Cutter an der Seite aufgeschnitten, ungefähr 30 cm. Das andere hatte die Vulva teilweise durchtrennt. Eine andere Stute erlitt an der linken hinteren Flanke einen Schnitt von 20 cm. Der Tierarzt schließt mit einer Wunde, die durch eine scharfe, also schließt darauf, dass die Wunde durch eine scharfe Klinge verursacht wurde. Und dann sind natürlich auch Fälle drin, wo Organe entfernt wurden, also die Geschlechtsorgane, Augen. Ich finde es jetzt gerade nur nicht und ich packe euch den Link auch mit rein. Ihr könnt euch das dann angucken. Und wenn wir mal hier auf die Karte zurückgehen, das ist schon krass. Und jetzt die Verbindung zu dem Ganzen. Wenn ich jetzt hinschaue, Lyon, und neben Lyon, wenn ich hier drauf gehe, das ist eine interaktive Karte. Genau, da kann ich hier drauf drücken. Und dann sehe ich, genau, wenn ich, ein Pony wird mit zugebundener Schnauze gefunden, 3 Kilometer von seinem Gehege entfernt. Und das ist in Montalieu-Versieux. Scrollen wir uns das Ganze mal her. Also hier direkt neben Lyon. Und wenn wir hier nochmal herschauen, das ist dann, wenn wir hier mal ein bisschen reinscrollen, Montalieu-Versieux, das ist hier passiert. Und der Michael, der hat das Ganze hier aufgenommen. Und unter Umständen, jetzt mal ganz hypothetisch gesprochen, gehen wir mal davon aus, dass es keine Partyballons sind, die da rumgeflogen sind. Stelle ich jetzt einfach mal die These auf, dass dieses Objekt, was er dort gefilmt hat, dass dieses Objekt unter Umständen ein Teil ist von dem, was dort passiert. Ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich abgedreht an, aber ich habe auch eine gute Begründung, warum ich das sage. Und bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich kurz auf einen Kumpel von mir hinweisen. Das ist der Josef World, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, der, sag ich mal, sehr viel oder ausschließlich Videos macht über Tierverstümmelungen oder im Englischen auch Cattle Mutilation genannt. Und diese Videos sind wirklich sagenhaft. Also wenn ihr seinen Kanal noch nicht kennt, schaut da mal rein, gebt ihm einen Daumen nach oben und ein Abo, da wird er sich auf alle Fälle freuen. Jedenfalls, wie komme ich jetzt drauf, dass dieses fliegende Teil etwas damit zu tun hat? Und zwar, wo ich rumrecherchiert habe, bin ich auf folgende Sache gestoßen. Das Ganze ist eigentlich im Originalen aus Spanisch und ich habe mir das dank Google hier, ist leider nicht so toll wie DeepL, ich weiß, dass es DeepL gibt, dass ich hier einen, ich habe hier einen Artikel gefunden und zwar geht es hier, der heißt Kleine Menschen, die fliegen. Und da geht es um einen Fall, ich packe euch den Link auch mit rein und da geht es darum, dass eine Rasse, sag ich mal, eine außerirdische, die vom Planeten Umo kommt, dass die auf der Erde an verschiedenen Regionen landen und das Ganze auch in Bolivien und Brasilien und so weiter. Und da gab es dann diesen Oruro-Zwischenfall und kann man sich durchlesen, sehr interessant. Und was hier dann wirklich interessant wird, das sind ja alle möglichen Sachen, die damit zusammenhängen, ist dann, wenn wir hier weiter runter scrollen, dann kommen wir hier, ganzen Leute, die damit beteiligt waren. Genau. So, und hier steht drin, ich erinnere mich, dass es 2 oder 3 bescheidene Bauern gab. Sie tauchten bei der Militärabteilung auf. Sie waren sehr verängstigt und empört. Sie sprachen von kleinen Leuten, die fliegen und auf einer Ranch östlich von Uyuni abgestiegen waren. Diese kleinen Leute, sagen sie, haben das Vieh getötet. Und sie wollen wissen, wer für die Verluste jetzt aufkommen wird. Der Grad der Aufregung war so groß, dass mein Vater und der Rest des Militärs verstanden, dass etwas Seltsames passiert war. Und bevor sie eine Entscheidung trafen, beschlossen sie, an den Ort zu reisen, um die Worte der Bauern zu überprüfen. Genau, und das machen sie dann auch. Der Name von dieser Ranch in der nahegelegenen Stadt, der wurde nicht angegeben. Mensch, geh weg da. Und wir sind im Morgengrauen abgereist. Und mit einem Armeelaster, die Bauern führten sie an die Stelle. Und da gab es dann keine oder fast keine Straßen und sie mussten dem Ufer der Flüsse folgen. Die Reise war ziemlich anstrengend und
immer, wenn sie die Bauern gefragt haben, wie lange es noch dauert oder wo das jetzt ist, haben die immer gesagt, gleich, da hinten hinter diesem kleinen Hügel. Und dann 4 Uhr nachmittags sind sie dann endlich angekommen. Also mitten in der Pampas, hier steht es auch drin, der Ort bestand aus 2 oder 3 Stroh- oder Lehmhäusern, mitten im Altiplano und in beträchtlicher Entfernung vom nächsten Dorf. Ein verlassener Ort, fast mitten im Nirgendwo, also wie ich es gerade eben gesagt habe. In der Nähe lief ein Bach mit klaren Wassern und Ufern, bla bla bla. Und die Ranch bestand aus ein paar Familien. In der Nähe standen Steinkoralle und dort hatten sie die toten Schafe und Lämmer arrangiert. Wir zählen mehr als 30 tote Tiere. Und das hat uns verwirrt. Die Tiere zeigten zahlreiche Verstümmelungen mit einer Reihe von Löchern, die fast perfekt waren. Wie gesagt, der Tod des Viehs war bedeutungslos und es war und ist die einzige Lebensweise für diese Menschen. Die gesamte Herde auszulöschen ist einfach nicht logisch. Und damals erzählte eine der Frauen, was 3 Tage zuvor passiert war. Ich lese euch das Ganze vor und dann werde ich freischnauze noch was dazu sagen. Kommen wir ein bisschen weiter. Genau, hier kommt dann diese Zeugenaussage von der Frau. Und diese Frau, die spricht nur Quechua. Und sie erzählte, die Rancher, die sind am Morgen zur Arbeit gegangen, so wie es ihr Ritual ist oder so wie sie es jeden Tag machen und kümmerten sich um das Vieh. Am Nachmittag beobachtete einer in der Steinkoralle diese Anwesenheit von 2 kleinen Männern und diese manipulierten ein Netz, mit dem sie diesen Korall, ich weiß nicht, was dieser Korall sein soll, das muss irgendeine Felsformation dort sein, lassen wir es mal bei Felsformation, jedenfalls haben die irgendein Netz auf diese Felsformation draufgelegt, wir sehen die Formation auch später dann und diese Menschen waren sehr klein, sie waren ungefähr 1,10 Meter bis 1,30 Meter groß und die Frau schrie sie dann an und lenkte somit die Aufmerksamkeit auf sich. Und die verängstigten kleinen Wesen, die zogen das Netz wieder zurück und einer flog dann von diesem Stein weg und als er die Nähe des Baches erreichte, verschwand er dann. Die Wesen, ich scroll mal ein bisschen weiter runter, ihr seht hier schon Zeichnungen, die dann angefertigt werden wurden, die trugen dunkle, gepolsterte Overalls mit etwas, das den Kopf, Teil ihres Kopfes bedeckten. Auf dem Rücken hatten sie Rucksäcke, die mit 2 roten Trägern, die sich in der Mitte des Brustkorbs kreuzten, an der Brust befestigt waren. Nach Angabe der Indianerin trugen die kleinen Männer bleifarbene Handschuhe und übergroße Stiefel. So. Und die Frau nahm an, sie steht vor gewöhnlichen Banditen, nahm einen Stock und ging dann entschlossen hin und zu dem einen Typen, der noch da war, und schlug ihn dann mit dem Stock auf den Kopf und traf ihn dann auf Augenhöhe, was den Typen dann umwuchtete. Und das kleine Wesen stand dann auf und warf auf diese Hirtin, auf diese Indianerin, ein Messer zu. Und dieses Messer war eine Waffe mit einer hakenförmigen Spitze. Und dieses Messer hatte die Eigenschaft, dass es immer, nachdem er es geworfen hat, in die Hand von ihm wieder automatisch zurückflog, wie ein Bumerang. Und laut der Frau verursachte das Ding Schnitte an ihren Armen und an ihrer Brust, wenn sie auch nicht sehr tief waren. Und die anderen haben die Wunden dann auch alle gesehen. Und diese Waffe, also hier wird es dann nochmal erwähnt, da kommt hier, glaube ich, das ist ein Übersetzungsfehler, dass das hier immer wieder kommt. Jedenfalls geht es dann hier weiter und sie hat so einen Knoten von Kepi, das ist dann so ein Tuch, mit dem ein kleines Baby arretiert werden kann an einem Menschen. Und dieser Knoten, der dieses Kepi zusammenhält, der hat offenbar ihr Leben gerettet, denn sonst hätte vielleicht dieses Messer sie dort irgendwie treffen können. Und die Frau schlug dann immer weiter auf dieses Wesen ein und der entfernte sich dann und flog dann auch weg wie der andere und ist auch in die gleiche Richtung wie sein Begleiter verschwunden. Und wir sehen hier eine Zeichnung, die dann angefertigt wurde aufgrund dessen, was die Frau gesehen hat. Und da haben wir genau das, was ich vorher meinte. Wir haben hier, und das ist für mich, muss ich echt sagen, also in dem Artikel, hier geht's, da sind noch ein paar Sachen drin, kann man sich durchlesen. Jedenfalls, ich fasse das Ganze mal zusammen, das scheint diese Steinkoralle zu sein, also so eine Gesteinsformation, so ein kleines Plateau, würde ich das jetzt mal benennen wollen. Und die haben da irgendwie so ein Netz aufgespannt und da ist das Gerät und als dann die Frau rief, was da los ist,
dann hat der eine auf den Kasten hier gedrückt, dann wurde das Netz wieder eingefahren und der ist dann weggeflogen mit dem Gerät und der andere hatte das Pech, dann von ihr malträtiert zu werden. Und die Indianer, die haben sie dann auch befragt und die haben gesagt, also die sehen immer wieder Lichter. Und jetzt, was ich vorher schon gesagt habe, die wohnen mitten im Nirgendwo. Da gibt es keine Straßen. Die Leute, die tun die Tiere nicht züchten, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Die Tiere sind für die Menschen in dieser Region wichtiger als die Kinder, weil diese Tiere leben garantiert. Also sprich, das sind laufende Lebensmittel, die da rumlaufen. Und warum sollten die jetzt hergehen, den Anus rausschneiden oder die Vulva oder die Augen? Und das ganze Tier liegt dann einfach da und es ist nicht weiter verarbeitet worden oder kann dann auch nicht mehr weiter verarbeitet werden. Also das wird die Leute würden sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das machen würden. Und das Militär hat dann natürlich auch keine Lösung auf das Ganze gefunden. Hier steht dann zum Beispiel, hier haben wir so eine Erklärung drin, das Schaf hatte Löcher zwischen 5 und 7 Zentimetern Durchmesser. Das Loch war perfekt. Und was mehr ist, konnte es gegen das Licht, ja gut, die bescheidenen Bauern hatten nichts, mit dem sie solche Löcher, das kommt auch noch dazu, womit soll denn so ein Bauer, der da mitten im Nirgendwo wohnt, die wahrscheinlich auch noch nicht mal Strom haben und so weiter, mit was soll er denn solche perfekten Löcher bohren können? Und hier steht auch, was soll der Grund sein, Schafe und Lämmer zu töten, nur um die Eingeweide, die Augen, die Nieren und die Leber rauszunehmen? Und auch die, obwohl es eine Guerillazone in der Nähe gab, oder immer noch gibt vielleicht, wird auch das Militär so etwas nicht machen. Und das ist einfach eine ungelöste Geschichte, was perfekt zu diesen mysteriösen Tierverstümmelungen passt. Nur das, was hier neu ist für mich, sage ich jetzt mal, das sind diese fliegenden kleinen Wesen. Ich zeige es euch hier nochmal. Und diese fliegenden kleinen Wesen, also die Bauern kommen dahin, beschweren sich, dass da fliegende kleine Wesen sind, die diese Tiere töten. Und ja, es passt perfekt. Also mag auch sein, dass ich mich komplett täusche. Ich finde und lasse es auch dabei, das ist für mich ein fehlendes Puzzlestück. Jetzt haben wir jemanden in Frankreich, der hier ein fliegendes Wesen aufnimmt, was einfach rumfliegt und das Ganze mittendrin in einem Gebiet, ich zeige es euch hier nochmal, wo es, scrollen wir mal hier ein bisschen wieder raus aus der Karte, mittendrin, also hier ist das Ganze aufgenommen worden von dem Michael und wir haben rundherum Fälle von Tierverstümmelung. Wie auch immer, wir haben, was ich vorher sagen wollte, wir haben eine Aufnahme von einem fliegenden kleinen Wesen, sage ich jetzt mal, inmitten inmitten von Tierverstümmelungen und dann dieser Bericht dazu, der genau das Gleiche berichtet und witzigerweise diese fliegenden kleinen Menschen hier vorstellt und einführt. Und ich finde das einfach krass. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, das war jetzt vielleicht sehr holprig, das Ganze, aber das sind so Gedanken, die, während ich auch mit euch rede, die sich da in meinem Kopf formieren und bevor ich mich lange jetzt hinsetze und das irgendwie ausschreibe. Aber für alle, die das Ganze interessiert hat, ihr habt jetzt hier tolles Futter, ihr bekommt auch die Links, da könnt ihr dann selber weiter recherchieren. Vielleicht habt ihr das Ganze auch schon mal gehört von diesen kleinen fliegenden Wesen hier mitten im Urwald und schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht's es gut. Euer Peso. Servus. Thank you.